10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Ja, was soll man dazu sagen? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Die Szenen, die sie da gerade gesehen hat. Also, hallo zurück. Willkommen bei Beyond. Und zwar einen ganzen Haufen früher. Und zwar, wir sind erst Samstag, also nicht Samstag eine Woche später, so wie ich es gesagt habe, sondern wir sind noch immer in der gleichen Woche. Und ich muss noch 3 Folgen aufnehmen. Deswegen, ja, freue ich mich richtig nochmal Beyond zu spielen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wie kann das? Wieso nimmt er jetzt schon wieder Beyond auf? Ja, falls ihr es nicht gemerkt habt, die Folgen sind jetzt zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, vielleicht habt ihr bemerkt, dass die Folgen an einem anderen Tag rausgekommen sind. Vielleicht aber auch nur. Vielleicht habt ihr euch nur gewundert. Vielleicht habt ihr gedacht, so, hat sich vertippt. Nein, ab jetzt kommt tatsächlich Beyond 5-mal die Woche. Also nicht mehr 3-mal die Woche, sondern ganze 2-mal mehr. 5-mal die Woche in Halbstundenfolgen. Wieso ist das so? Einfacher Grund ist, ich möchte die 4 Let's Plays, die ich mache, alle gleichwertig behandeln. Und nicht mehr, sag ich mal, bestimmte Sachen mehr machen, bestimmte andere Sachen weniger machen. Es hat immer den Nachteil, dass man hat natürlich Programmplätze hat, die aber nicht miteinander austauschbar sind. Und ich möchte mir den Luxus haben, dass ich in Zukunft mehr austauschen kann, untereinander. Ich möchte auch weiterhin die gleiche Menge an Let's Plays präsentieren, aber eben weniger. Und deswegen auch nur 5-mal. Das heißt, es gibt 2 Tage in jeder Let's Play-Serie, wo nichts gesendet wird. Das heißt, ihr werdet es nicht täglich sehen können. Aber ihr könnt es sehen von Montag bis Sonntag, außer Dienstags und Donnerstags. Ganz einfach zu merken, DD, ne, und die anderen, also Alice und Beyond immer DD nicht, ja, und Resident und Division immer MM nicht, also Montag und Mittwoch. Ganz einfach zu merken. So, das ist das neue Programmschema. Das hat auch zur Folge, dass Beyond nicht mehr wie bisher um 19 Uhr erst rauskommt, sondern die Folgen jetzt kommen deutlich früher. Es ist ja auch ein Spiel, was ja eigentlich ab 16 ist. Das heißt, wir haben jetzt das in das, ja, Kinderprogramm, wenn man so möchte, ein Jugendlichenprogramm reingesetzt. Das heißt, ihr könnt Beyond in Zukunft täglich um 18.15 Uhr sehen. Ja, also stimmt nicht, 18.30 Uhr sehen. Ja, also immer 18.30 Uhr, also immer eine halbe Stunde früher als bisher. Halbe Stunde Folge und sogar 5-mal in der Woche und nicht mehr 3-mal. Ja. Und trotzdem mache ich weniger. Das ist der Witz an der Sache, ne? Weil die anderen Serien, die ich täglich gemacht habe, die kommen natürlich jetzt entsprechend auch 2 Folgen weniger. Das heißt also, ja, sind jetzt immerhin 2 Serien, die demnach 2 Folgen weniger kommen. Ja, und davon haben 2 Folgen jetzt Beyond gehört. So, wir gucken dann auch mal, ob wir da von der Menge vom Programm her hinkommen. Oder ob ich sage, nee, das müssen wir nochmal reduzieren. Das sehen wir ja dann. So, jetzt spielen wir aber weiter. Wir haben letztes Mal 5 Minuten überzogen. Das heißt, ich muss auch heute 5 Minuten dann diese Folge kürzer spielen. Oder habe eine andere beiden Folgen. So, dann nehmen wir mal, keine Ahnung, anscheinend eine Tablette. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Tja, die sitzt da eigentlich unverletzt quasi, ne? Man hat nicht den Eindruck, dass sie wirklich verletzt ist. Und die internationale Gemeinschaft
hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Okay. Wir wollen jetzt nicht wissen, wie sie das überlebt hat. Wahrscheinlich in diesem eigenen Schutzschirmsystem. Ja, genau so. Ich bin ja froh, dass ich den Schutzschirm jetzt nicht machen musste. Ich hab versagt. Aber ich glaube, das haben die Programmierer auch gedacht. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst von ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Naja, sie hat's ja nicht gemacht. Oder? Haben wir einen getötet? Ich überlege ja gerade, es ist anstrengend. Hatten wir bei der Flucht einen getötet? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ich kann mich nicht entsinnen. Also sie auf jeden Fall nicht. Aiden vielleicht. Aber kann mich nicht entsinnen. Vielleicht einen? Naja, schwer verletzt auf jeden Fall. Das war die Mission. Also das erklärt natürlich jetzt alles. 72% haben Ryan geküsst. 87% sind der Ergreifung entkommen. Das heißt, man kann auch Pech haben und wird gefangen genommen. 78% haben die Waffe des Soldaten genommen. Also haben die Waffe genommen. Ne? Also als sie Soldat waren, die Waffe quasi erobert oder entwendet. 72% haben sich auf den Dach gerettet. Ist die Frage, ob es noch andere Methoden gibt. 43% sind zur Kathedrale geschlichen. Ah, okay. Es gab also auch noch einen anderen Weg. Oh, der wäre doch am leichtesten.
83% sind am Kontrollpunkt entdeckt worden. Das heißt, auch da hätte man was machen können. War mir nicht bewusst. Und 76% haben keinen Selbstmordversuch unternommen. Ja, warum auch? Also wir wollen ja jetzt nicht theatralisch werden, aber das wäre es nicht wert. So, alte Freunde. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Das ist nach Navajo, also nachdem sie in der Wüste gewesen ist. Ach, sie trifft ihn. Oh. Ich meine, muss man einfach so sagen, ist schon eine hübsche Frau. Ja, also. Jody. Auch wenn sie nie an Männer interessiert. Meine ist. Kleine Prinzessin. Oh. Aber ist schon eine hübsche Frau. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Hm? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Er hat Aiden begrüßt. Das ist aber lieb. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Boah, ist die klein. Cole, Experiment, Discate. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Das ist ja schon was wert. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Okay. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Beim Sex. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich habe eine Vermutung. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Oh. Quasi
Wie ein Ersatz. Hey! Mutter. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Ach, ist das ein guter Mensch. Schon längst nachdem sie zugelassen hat, ne, dass Aiden sie über ihn übernimmt. Ich meine, das ist... Ja, und da wird nicht ein Wort drüber verloren. Das ist... ist es so eigentlich. Ich weiß echt nicht, Jody. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Aiden ist doch dabei. Hallo, ihm kann doch nichts passieren. Ey, ich bin mir sicher, dass wir auch ihn beschützen würden. Ja, aber wer weiß. Ich meine, das Gebäude sieht wirklich merkwürdig aus für eine Psychiatrie. Wer weiß, ob das wirklich eine Psychiatrie ist. Es wirkt nicht wie eine. Das funktioniert immer. Versuch's mit der Höflichkeit, mit Ruhe und der Höflichkeit. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Na ja, gut. Fragen wir höflich. Ich find's raus. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Wollen wir was zu trinken mitnehmen? Nein, dürfen wir nicht. Oh, coole Springbrunnenanlage. Tschö, mach's gut. Schön, in dir gewesen zu sein. Sehr hilfreich, danke. Und übrigens, die schweinigen Gedanken, die du gerade hattest, als das Mädel vor dir an der Theke stand, ne? Also, die löschen wir sofort. Oh, noch einer. Wir dürfen nicht... Was jetzt? Aiden. Öffne irgendwie diese Tür. Dürfen wir den nicht übernehmen? Warum dürfen wir manche Menschen übernehmen und manche Menschen nicht? Ja, spieltechnisch, schon klar. Na, dass das nicht funktionieren würde, war doch klar. Du musst zuerst die Wache ablenken. Sieh dich mal um. Nicht wirklich für Ablenkung gesorgt. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon.
Nichts gesehen. Okay. Da scheint ja nichts mehr zu sein. Es muss irgendwas geben. Karte. Danke fürs Reinlassen. Also eins muss man ja wohl sagen, ne? Also Aiden ist nicht doof, ne? Kaffee? Nein, kein Kaffee. Vielleicht jetzt irgendwie ein Getränk? Mal vielleicht so auf der Charts gucken? Nein, auch nicht. Na gut. Zimmer 43 und dann... Ich hab's gefunden, Jody. Okay. Gut gemacht. Jody, ich bin hier. Ja, du stehst mitten vor der Kamera. Geht das noch? Aber wie doof kann man sein? Vielleicht nicht mal.
vielleicht lieber nicht rein. Doch, wir gehen auf jeden Fall rein. Ich habe nämlich so eine dumme Vermutung, warum sie jetzt im Jeckes ist. Das klingt nicht gut. Ruhig gestellt. Mom, ich bin's. Jody. Ich habe so ein dummes Gefühl, was ihr auf Schwung hilft. Hilf mir ein. Wirklich toll. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Sprechen Sie mir! Ich hab's nie überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Bring das Baby ich will hier raus. Sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Sie kann doch nichts dafür. Es tut mir leid. Sie kann doch wirklich gar nichts dafür. Es war meine Schuld. Ich gehe. Genau, danke. Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es jetzt. Solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Jody. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern.
können leider hier nichts mehr machen. Da fällt mir jetzt gerade nicht zu ein. Also es war ergreifend. Also gewollt war das, ne? Also es, ne? Aiden hat sich ja beschwert, dass wir gehen wollten. Das war sein Wille. Und es war richtig, sie von ihrem Leid zu befreien. Für immer durch die Drogen geschädigt. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder für die nächste Folge. Die wird schon morgen sein. Gewöhnt euch dran. Bis morgen. Tschüss.